Herr Präsident, meine sehr geehrten Damen und Herren, ich will zuallererst einmal dem Hohen Hause Dank und Anerkennung dafür zum Ausdruck bringen, dass Sie mit mir gemeinsam, aber vor allen Dingen mit den Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern meines Hauses, aber vor allen Dingen den ganzen Landnutzern in diesem Land für diese erfolgreiche Landwirtschaftspolitik stehen, für die dieses Land halt auch tatsächlich steht, nämlich eine gute, eine verlässliche, aber auch eine faire und beide Seiten der Landnutzung und des Naturschutzes besitzenden Medaille diese entsprechende Prägung gegeben hat. Deswegen ein herzliches Wort des Dankes an Sie, an das Parlament, meine sehr geehrten Damen und Herren. Die in diesem Antrag, in dieser Drucksache mit Blick auf die entsprechenden Spiegelstriche vorgenommenen Beschlussteile sind wesentlich zur Fortführung dieser Erfolgsbilanz. Und ich will das an der Stelle auch sehr deutlich zum Ausdruck bringen. Wir brauchen auch beispielsweise den ersten Spiegelstrich und das Bekenntnis einer vollumfänglichen Ausschöpfung der nationalen Kofinanzierung. Und das wird, Herr Finanzminister, in den kommenden Wochen uns natürlich auch mit Blick auf das Aufstellungsverfahren des Haushalts ab 2023 einiges abverlangen. Aber, und das denke ich auch in Ihrem Namen sagen zu können, es wird gut angelegtes Geld sein im Sinne des gesamten ländlichen Raumes. Nicht nur mit Blick beispielsweise auf die Landnutzer, auf die Landwirte, die sich auf eine Weiterführung der Ausgleichszulage oder der Agrarinvestitionsförderung, die sich auf die Zusage unsererseits verlassen können, dass wir in Biodiversität, in Ökolandbau, aber auch in entsprechende sozioökonomische Begleitfinanzierungen verlassen können. Es werden auch 50 Millionen Euro sein, die direkt dem ländlichen Raum und damit den Kommunen, den kleinen Orten zugutekommen. Das ist ein Versprechen, das wir damit umsetzen. Und ich denke, das ist auch in Ihrem Sinne an dieser Stelle, meine sehr geehrten Damen und Herren. Ein zweites, das ich an dieser Stelle sagen möchte, ist das Thema des Ökolandbaus. Das ist mehr als nur Klischee, weil es auf Saarländisch gesagt jetzt mal gerade Moden ist, weil man in den Bioladen in Kafe geht oder am Bioregal in den großen, teilweise auch Discountern dann guckt. Bio ist besser für die Gewässer, weil kein chemisch-synthetischer Pflanzenschutz. Bio ist besser für die Böden, Bio ist besser für die Artenvielfalt, Bio ist besser fürs Tierwohl, weil die Tiere mehr Platz haben. Es ist aber ein ganz entscheidender zusätzlicher Vorteil beim Thema Bio. Die Wertschätzung durch einen höheren Preis für das Produkt ist auch das Entscheidende, weil hier auch eine tatsächliche Wertschätzung für den Produzenten zum Ausdruck gebracht wird. Wir müssen Schluss machen mit dieser Billigheimer-Mentalität, dass man immer weniger mit Blick auf die zu zahlenden Preise das dann zur Grundlage macht. Nein, wir müssen die Wertschätzung auch über die Preise für das Produkt wieder anheben, weil das auch mit einer Wertschätzung einhergeht mit den Produzenten, aber auch für die Produktionsbedingungen. Das ist der Schlüssel, um den es hier geht, meine sehr geehrten Damen und Herren. Und das hat dann nichts damit zu tun, dass wir einer gegen den anderen ausspielen. Es kann und es darf nie Aufgabe der Landwirtschaft sein, Sozialpolitik zu betreiben nach dem Motto, die müssen für günstigste Lebensmittel sorgen, damit sie sich jeder leisten kann. Wenn das die Diskussion wäre, wäre sie grundverkehrt. Wenn wir darauf achten, dass wir eine höhere Preisgestaltung brauchen, dann muss man bei den entsprechenden Transferleistungen ansetzen und die höher setzen, damit sich jeder auch tatsächlich gesundes Essen und Lebensmittel leisten kann. Es ist nicht Aufgabe der Landwirtschaft, Sozialpolitik zu betreiben durch möglichst günstige Preise. Dann sind alle die Verlierer, meine sehr geehrten Damen und Herren. Und ich will das an der Stelle auch sehr deutlich sagen, weil das mit Blick auf das Thema der sozioökonomischen Rahmenbedingungen von der Kollegin Entsch-Engel eben angesprochen wurde, dass wir also die Betriebe nicht allein lassen. Vielleicht ist es Ihnen entgangen in den zurückliegenden Jahren. Es war diese Landesregierung, es war diese sie tragenden Koalitionsfraktionen, die jedes Jahr 50.000 Euro für sozioökonomische Beratung gegenüber den Landwirten zum Ausdruck bringt als Transferleistungen über den Bauernverband. Gut angelegtes Geld. Wir lassen niemanden alleine. Wir unterstützen alle in diesem Zusammenhang, meine sehr geehrten Damen und Herren. Und ein drittes möchte ich an dieser Stelle ansprechen. Das ist die Frage, wie wir die Stärkung des ländlichen Raums als erklärtes Ziel weiter befördern. Wir spielen keinen gegeneinander aus, weder die konventionellen noch die Ökolandbaubetriebe. Wir reden miteinander. Das ist ja unser großer Erfolg. Und ich hatte in der letzten Woche ein Telefonat mit dem neuen Bundeslandwirtschaftsminister, dem ich in vielen Dingen recht geben konnte, so wie auch heute in einer Pressemitteilung.
indem ich ihm gesagt habe, es ist schön, dass du dir bei uns im Saarland im Muster hilfst, wie man erfolgreiche Landwirtschaftspolitik betreiben will. Indem man nicht einer gegen den anderen ausspielt, sondern indem man miteinander statt übereinander redet, indem das Thema Ökolandbau eben nicht nur als Klischee vor sich hergetragen wird, sondern mit Leben erfüllt wird. Und das kostet uns jedes Jahr eine Stange Geld. Ja, das ist wohl wahr. Aber das war auch immer meine Argumentation. Wenn sich ein Haushaltsnotlageland wie das Saarland mittlerweile 20% Ökolandbau als Spitzenreiter finanziell leisten kann, dann ist das bei allen anderen eine billige Ausrede, wenn sie sagen, es geht nicht. Und ich wäre froh, wenn der Bund, wenn auch der neue Bundeslandwirtschaftsminister an dieser Stelle das anerkennt, was gut läuft, auch zu unterstützen mit finanziellen zusätzlichen Mitteln des Bundes. Unsere erfolgreiche Arbeit beim Thema Ökolandbau, ich würde ihn nicht daran hindern, meine sehr geehrten Damen und Herren. Und ein weiteres an dieser Stelle. Das ist die Frage, wie wir in den kommenden Jahren dieses Geld, das wir vorgesehen haben, dann auch tatsächlich segensreich einsetzen. Und da geht es nicht um das Erfüllen des Egos des einen oder anderen amtierenden Ministers, sondern es geht um die Umsetzung einer Idee, die davon getragen ist, dass man sagt, ja, wir brauchen starke Städte, starke Landeshauptstadt, starke Mittelstädte. Aber zu glauben, dass man dann den ländlichen Raum vernachlässigen könnte, ist ein Fehler. Und deswegen sage ich, war es richtig, dass diese Landesregierung seit vielen Jahren gesagt hat, der Ähn wie der Anna hat eine Wertschätzung verdient. Die Städte genauso wie der ländliche Raum. Und deswegen war das auch eine richtige Entscheidung dieser Landesregierung über Jahre hinweg zu sagen, wir brauchen beides und wir unterstützen insbesondere auch den ländlichen Raum. Und es war diese Landesregierung, die durch eine Erhöhung auf 90% Zuschussquote dafür gesorgt hat, dass wir in bisher ungeahntem Maße finanzielle Mittel für die Städte und Gemeinden, für den ländlichen Raum haben locker machen können. Allein in den letzten 2 Jahren waren das über 20 Millionen Euro, die wir zur Verfügung hatten. Vorangegangene Zeiträume waren da überhaupt nicht vergleichbar, weil das Geld nicht abgerufen wurde. Und in den kommenden Jahren stehen 50 Millionen Euro zur Verfügung, jedes Jahr 10 Millionen Euro für den ländlichen Raum, für den Bereich des ELA-Bereiches, aber auch mit Blick auf sonstige Förderinstrumente. Und das ist meine große Bitte an Sie, dass wir dies gemeinsam wie in der Vergangenheit, wo wir einen großartigen Verhandlungserfolg haben erreichen können, auch in Zukunft fortführen. Viele Leute im ländlichen Raum verlassen sich darauf, was wir Ihnen zugesagt haben. Und ich bin mir absolut sicher, die Kolleginnen und Kollegen sowohl dieses als auch des nachfolgenden Parlaments werden sich daran erinnern, weil wir es den Menschen im ländlichen Raum schuldig sind. Es ist gut investiertes Geld. Es kommt dort an, wo es hingehört, nämlich zur Stärkung der Identität, der Heimat, des Geheimnisses und unseres schönen Landes. Herzlichen Dank für die Aufmerksamkeit.